Klepper, ich möchte ganz offen mit Ihnen sprechen. Es ist eine Entwürdigung unseres deutschen Kunstlebens, dass einem Deutschen zugemutet wird, Literatur zu lesen. Von einem Autor, der in seinem Schreiben von einer Jüdin beeinflusst wird. Pfui! Weg mit ihm! Ihre Frau und Stieftochter werden evakuiert und Sie können weiter dichten. Renis Ausreiseantrag ist abgelehnt. Sie kommen uns holen. Was habt ihr jetzt vor? Das sind meine alten Tagebücher. Außerdem ein paar Texte und Lieder. Dazu eine Liste mit Namen. Wir wollten dich bitten, ob du diese für uns aufbewahren könntest. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Wohnung noch sicher sind. Was ist das für eine Liste mit den Namen? Das sind wenige Freunde und Verwandte, die informiert werden müssen, wenn wir morgen nicht mehr da sind. Wohin wollt ihr denn gehen? Wir nehmen uns das Leben, Hans.